3:0 Niederlage bei Borussia Dortmund 2 und sah es in der ersten Halbzeit so aus, als würden wir das Spiel gewinnen können, erlebten wir dann in der zweiten Halbzeit unser Waterloo. Aber schon vor dem Beginn sah alles nicht so gut aus und es sollte dann am Ende ein gebrauchter Tag werden. Mehr dazu mit meiner Meinung nach dem Intro. Schon vor dem Spielbeginn lief es nicht rund, denn der Sonderzug, der genutzt werden sollte für die Anreise zum Spiel im Stadion Rote Erde nach Dortmund, fiel aus, weil der Zug einen Tag vorher ebenfalls für Bundesligaspiele eingesetzt worden ist als Sonderzug und dort beschädigt wurde. Also hieß es Alternativen finden. Unsere Alemannia-Fanbetreuung hat ihr Möglichstes getan, um Alternativen zu finden. Sie hat wirklich getan, was sie konnte, um das zu ermöglichen, dass viele Fans von Dortmund reisen konnten. Irgendwie hat es am Ende geklappt, denn vor Ort waren dann rund 3000 Fans unter den 4186 offiziellen Zuschauerzahlen. Da fing das Malheur, sage ich mal, schon an. Bei der Mannschaftsaufstellung war dann Tobias Heister zweimal vertreten, nicht nur in der Startaufstellung, sondern auch auf der Ersatzbank. Das sollte dann aber auf Instagram schon korrigiert worden sein, denn natürlich war Nils Winter in der Startaufstellung und Tobias Heister war dann auf der Ersatzbank. Jonathan Benchop war auch wieder dabei. Er lief im Sturm auf. Nach 3 Wochen Rotsperre, beziehungsweise 3 Spiele Rotsperre, konnte er wieder mitwirken. Und da war man ja sehr froh gewesen, weil er vorne im Sturm der Anker werden sollte, der die Bälle festmacht, der selbst Torgefahr entwickelt. Aber das hat dann auch leider nicht so gefloppt, wie man sich das vorgestellt hat. Die Ausgangslage vor dem Spiel war, der BVB 2 war seit 4 Spielen ohne Sieg. Wir hatten den Rückenwind mit dem 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln. Unter der Woche war ja der Manipulationsverdacht aufgekommen, dass Wettanbieter auch dieses Spiel wohl im Fokus hatten, dass Alemannia dann 1:0 gewonnen hat. Warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Vom DFB und auch seitens vom Verein sind keine Auffälligkeiten festgestellt worden, selbst vom Wettanbieter nicht. Aber das nur am Rande, hat uns aber auch für das Spiel in Dortmund erstmal nicht interessiert. Im Alemannia-Tor stand zum ersten Mal Elias Börtner, denn der musste Marcel John, unsere etatmäßige Nummer 1, vertreten, denn der war ja letzte Woche beim Spiel gegen Viktoria Köln, hatte sich arg verletzt. Man ging ja unter der Woche dann davon aus, dass es bis zu 4 Wochen dauern könnte, dass er fehlen würde. Erdal Celik, unser technischer Direktor, hatte aber dann gestern live im Fernsehen verkündet, dass es auch weniger als 4 Wochen, vielleicht sogar nur 2 Wochen sein könnte. Umso besser natürlich. An dieser Stelle natürlich nochmal ein großes Sorry an alle, die ich da Herzattacken ausgeliefert habe, als ich beim Fanabend die Zusammenfassung geschrieben habe und dort dann geschrieben habe, dass Marcel John 4 Monate ausfallen würde. Natürlich blöd, wenn man am Mittippern ist und dann von 4 Wochen bis zu 1 Monat hört und dann halt eben nur die 4 und der Monat ankommt, schon sind die 4 Monate entstanden. Stille Post sozusagen. Tut mir leid, ich habe es noch korrigiert, aber viele von euch haben es ja dann auch gemerkt, dass ich mich da wohl vertan habe. Sorry nochmal, kann im Eifer des Gefechts passieren. Aber nochmal zurück zum Spiel. Beim BVB 2, das weiß man natürlich, standen auch einige Profis im Kader, also aus der ersten Profiabteilung. Da auch Marcel Lotka, der bei den Profis im Tor, also als Torhüter mittrainiert. Der war dann statt der etatmäßige Keeper im Tor gewesen. Aber auch Kaba mit einem Marktwert von geschätzten 1,3 Millionen war dann heute gegen Alemannia Aachen dabei. Wir sind ja aber derselben Meinung, alle denke ich, dass U-Mannschaften auch gar nicht in einer dritten Liga oder einer Regionalliga gehören, sondern in einer einen Liga. Aber es ist halt eben so, wie es ist. Und da muss man auch diese Herausforderung dann eben halt annehmen. Kurz zum Spiel haben wir dann bei Magenta Sport gesehen eine Statistik und da konnte man sehen, wie schlecht wir eigentlich sind und unter anderem auch in der Fehlpassquote, die dann 71% auswies. Konnte man in der ersten Halbzeit nicht so sehen, in der zweiten Halbzeit wusste man aber dann, warum diese Statistik dann auch so hoch ist. Der BVB 2 war dann auch mit 22 Jahren das jüngste Team in der dritten Liga, während unsere Alemannia auf 26 Jahre kam, also schon etabliert. Und der Durchschnitt in der dritten Liga ist dann auch 25 Jahre.
Nichtsdestotrotz, davon gesehen hat man im Spiel eigentlich nichts und das ist halt eben auch nur eine Statistik dann am Rande. Ja, in den ersten 35 Minuten hatte Alemannia Dortmund gut im Griff. Da kam Dortmund gar nicht zur Entfaltung. Wir haben unser Spiel quasi durchgezogen. Wir haben dem Spiel den Stempel aufgedrückt. Wir hatten auch die etwas besseren Torchancen gehabt und hätte man die genutzt, dann hätte es zur Halbzeit auch zur Führung gereicht. Dortmund, wie gesagt, fand erstmal gar nicht statt und erst so die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit haben sie sich mal ein bisschen befreit, hatten dann sogar eine halbwegs gute Torchance, wo aber Elias Börtner den aber dann halt eben gut parieren konnte. Nichts Gravierendes, 13. Minute nach einer Ecke ging dann unser Sascha Strüch zu Boden und da haben wir eigentlich schon gesagt, oh, das hätte auch Elfmeter geben können, aber naja, das, wenn man das sich das mal angesehen hat und auch der Schiedsrichter hat das signalisiert, das war nicht Elfmeter würdig. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Und gerade wir, die immer Probleme mit den Schiedsrichtern haben, sehen das natürlich wahrscheinlich immer etwas anders. Aber in dem Fall hätte ich auch gesagt, naja, muss man nicht unbedingt geben. Unser Alvaruzzi, der hat mal wieder gezeigt, dass er mit jedem Spiel seinen Marktwert erhöht. Und auch gestern in Dortmund war er wieder Man of the Match, denke ich mal, für Alemannia, denn er war Dreh- und Angelpunkt gewesen und hat auch die besten Chancen gehabt. Eine Ecke hat er direkt aufs Tor gezogen und da musste der BVB-Keeper sich schon ganz schön strecken, dass er den Ball noch über die Querlatte gelenkt bekommen hatte. Danach wäre er daran beteiligt gewesen, als er einfach nach einer Ecke mit einem verdeckten Schuss aufs Tor fast getroffen hätte, aber auch da war der Keeper besser positioniert, das heißt, er konnte den Ball festhalten. Natürlich, man hat er seine Klasse gezeigt, bei vielleicht anderen Keepern wäre der Ball irgendwie durchgeflutscht. Leider nicht, so blieb halt eben unser Treffer versagt. Und auch Micke Hanratz hatte dann noch in der 35. Minute mit seiner Bogenkopfball-Lampe fast den Keeper überrascht, aber auch da konnte er glänzend reagieren und den Ball über die Latte dann noch lenken. Das waren so drei Chancen, wo man hätte gedacht, ein Tor hätte da schon bei rausspringen müssen oder können sollen. Ist aber leider so, dass wir halt eben vorne im Sturm momentan irgendwie das große Hemmnis haben, dass wir halt eben aus diesen Chancen auch mal Tore generieren können. Aber man muss auch sagen, trotz der optischen Überlegenheit war nach rund 10 Minuten das Spiel verflachte dann immer mehr. Und so richtig in Fahrt kam das Spiel auch nicht. Dortmund war froh, dass sie hinten noch halbwegs gut standen und unsere Alemannia war bemüht, halt eben das Spiel aufzuziehen, sich da Torchancen zu kreieren. Und wie gesagt, die drei, die wir hatten, die konnten wir dann leider nicht zumindest einem Tor verwerten. Das war dann halt eben das Manko. Unser Charleston Benchop vorne, der, was muss man ehrlicherweise sagen, wirkte wie ein Fremdkörper, konnte kaum Bälle festmachen, auch seine Pässe auf die Kollegen waren dann meist Fehlpässe gewesen. Aber ja, nach drei Spielen, wo er gefehlt hat, muss auch er sich mal wieder erst in die Mannschaft wieder reinfinden. Das ist halt eben das große Problem, da er halt eben direkt im zweiten Spiel und dann ganz früh noch die rote Karte kassiert hatte gegen den SFR. Und das war natürlich zu diesem Zeitpunkt mega unglücklich. Aber auch die anderen waren leider nicht so wirkungsvoll. Auch ein Anton Heinz, wo wir immer noch darauf warten, dass er mal einen Freistoß mal verwertet. Aber das konnte man im Training sehen. Oder zumindest hat er das auch kundgetan, dass wohl der Drittliga-Ball halt eben ganz anders ist als die Bälle in der Regionalliga. Und dass der Umgewöhnungseffekt dann anscheinend sehr groß ist. Aber auch so im Spiel war Anton Heinz nicht so wirkungsvoll, wie wir das eigentlich von ihm kennen. Das heißt, vorne haben wir zurzeit wirklich ein ganz großes Problem. In der zweiten Halbzeit, wenn wir weiter so spielen, dann wird das Tor wahrscheinlich schon fallen. Denn wenn Dortmund weiter so spielen würde, dann würde sich das zwangsläufig ergeben. Coach Zimmermann von den Dortmundern hat dann wohl in der Halbzeit die passenden Worte gefunden und er hat dann auch taktisch gewechselt, denn dann kam als neue Sturmspitze Elongo Yombo ins Spiel und der sollte auch direkt dann zeigen, was für ein fallschneller und technifizierter Stürmer der Spieler ist. Denn unsere Hintermannschaft konnte sich auf ihn quasi kaum einstellen. Wobei am Anfang, als also die zweite Halbzeit angepfiffen worden ist, da ging es flott zur Sache, nicht nur auf seitens BVB, die wie ausgewechselt aus der Kabine gekommen sind, die dann wirklich Pressing spielten, die grellig waren, die bissig waren, während Alemannia sich erstmal versuchte zu sortieren und auch nach einer Ecke dann auch die erste Chance hatte, zu platziert für den Keeper, der dann keine Mühe hatte, den Ball einfach festzuhalten. Aber der BVB zeigte dann, wer dann auf einmal Herr im Hause ist, denn das war dann nicht mal die Alemannia vor ihren 3000 Fans, was eine Heimkulisse darstellte.
Das sind wir aus der Regionalliga-Jahre gewöhnt gewesen, dass wir immer auswärts die Heimkulisse hatten. In Dortmund hatten wir sie auch, aber diesmal hat das nicht so gefruchtet, denn Dortmund zeigte dann mal sehr schnell, wer Herr Mause ist. Und vor allem über die linke Seite der Alemannia liefen dann die Angriffe und Lamar Yabous, der ja vorher wirklich in der ersten Halbzeit alles abgefangen hatte, was über seine Seite lief, war auf einmal schludrig gewesen. Er konnte seine Gegenspieler nicht mehr so effizient stoppen, wie er das vorher gemacht hatte. Und zudem hat er dann auch Fehlpässe sich geleistet. Genauso einer hätte dann fast schon zum frühen 1-0 geführt, als dann auf seine Seite jener Elango Yombo dann rüberkam und den Ball über die Querlatte schoss. Alemannia leistete sich dann leider immer mehr Fehlpässe. Der Spielaufbau nach vorne, der hakte. Die Pässe kamen dann nicht mehr an. Sie wurden abgefangen oder der Ball wurde in den Fuß des Gegners gespielt und auch wieder über die linke Seite. Über Lamar Yabous wurde dann quasi das 1-0 eingeleitet, weil auch er spielte den Ball dann in den Fuß des Gegners und der ging dann ab. Drakas überraschte dann unseren Keeper Börtner, indem er eigentlich eine Flanke machen wollte, aber die Flanke wurde dann doch zum Torschuss und schlug dann in der Torwart-Ecke ein. Da sah Elias Börtner nicht gut aus und das hat er dann auch nach dem Spiel gesagt, dass das 1-0 natürlich dann auf seine Kappe gegangen ist. Mit dem ersten Tor kippt natürlich das Spiel, das muss ich ganz klar auf meine Kappe nehmen. Da schaue ich auf die zweite oder auf den zweiten Pfosten und der haut mir den natürlich oben links rein. Das ist natürlich klare Torwartdecke. Unser Coach Hanna Backhaus wechselte nach dem 1-0 dann direkt aus. Ein Doppelwechsel für die bis dahin enttäuschenden Benchop und Heinz kamen dann Kevin Gordon und Potaro. Aber auch die beiden blieben infolgedessen auch unsichtbar. Das, was man gesehen hat, war dann halt eben auch nicht, wo man hätte sagen können, dass sie eine Bereicherung für unsere Offensive gewesen ist. So klar muss man das halt eben einfach sagen in dem Spiel und vor allem in der zweiten Halbzeit. Trotz seines Fehlers hat sich dann Elias Börtner noch ausgezeichnet, denn nachdem Alemannia wieder in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren hatte, ging es ganz schnell und dann tauchte wieder Elanga Yombo vor Elias Börtner alleine auf und in der 1-1-Situation fuhr dann Börtner das lange Bein aus und verhinderte das 2-0. Das wäre dann schon die Vorentscheidung gewesen. Und dann zeichnete sich aber das natürlich ab, dass natürlich die Dortmunder auf das 2-0 gingen und natürlich davon profitierten, dass wir zu viele Fehler gemacht haben. Und dann war auch dann Gianluca Rumpf, der dann den Ball in die Füße des Gegners spielte. Leichter Fehler eigentlich, ne? Den Ball einfach nach vorne gespielt, direkt im Fuß des Gegners, im direkten Konter. Dann konnte Gianluca Rumpf ihn dann nur noch durch einen Foul kurz vor der Strafraumgrenze stoppen und das war natürlich klar. Das war dann, weil er letzter Mann war, direkt eine glattrote Karte. Da haben sich viele gefragt, hätte er nicht einfach durchlaufen lassen können und darauf hoffen können, dass vielleicht Börtner den Ball auch hätte irgendwie klären können oder man hätte das 2-0 hingenommen und hätte mit 11 dann noch versuchen können, was zu reißen, aber das ist dann in der jeweiligen Situation immer die Frage, ne? Kann der Spieler das überhaupt so gedankenschnell aufnehmen? Gianluca Rumpf hat das Beste dann getan, was er konnte nach seinem Fehler und das war dann halt eben das Foul und damit die rote Karte. Alemannia dann in Unterzahl, weil der Freistoß brachte von Dortmund nichts ein. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Alemannia, das kennen wir ja schon gegen Ferl, 8 Minuten lang in Unterzahl gespielt hat und dass Unterzahl nicht gleichbedeutend ist, dass man das Spiel schon verloren hat. Denn dann kam eigentlich so die bessere Phase von Alemannia, dass sie halt eben nach vorne gespielt haben. Sie kamen wieder besser ins Spiel, kreierten Chancen und wieder Elfa Uzi hatte dann die beste gehabt mit einem Dropkick-Ball. Und auch da musste der BVB-Keeper sein ganzes Können aufbieten, um dann halt eben diesen Ball zu entschärfen. Er konnte noch einen Pfosten lenken. Wenn er da zum 1-1 reingegangen wäre, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre. Da haben wir natürlich Hoffnung gehabt, dass Alemannia noch irgendwie den Ausgleich erzielen könnte in Unterzahl. Aber kurz danach blies dann der BVB dann die kleine Hoffnungsschimmerkerze der Alemannia dann komplett aus. Wieder bekam die Alemannia die Dortmunder nicht im Griff, die dann wieder über die linke Abwehrseite dann der Alemannia durchgebrochen sind. Yabous, der dann vorher auch wieder einen Fehlpass gespielt hatte, versuchte dann mit dem Kopf zu retten und die Bogenlampe kam dann kurz vorm Tor und in dem Gewühl heraus. Wurde dann wahrscheinlich Micke Hanratz dann umgestoßen, zumindest hatte er dann nach dem Spiel eine gut sichtbare Wunde gehabt, wo man hätte auch vollpfeifen können und der Schiedsrichter wiederum hat das nicht getan. In der Abwehr standen wir dann unsortiert. Und aus dem Gewühl heraus hat dann Hetwer das 2-0 erzielt. Groß lamentiert haben die Aachener nicht, aber
Wir kennen die Probleme mit dem Schiedsrichter. Das war natürlich so ein Nachteil gewesen, wenn da das 2-0 nicht gefallen wäre, wenn es ein Foul an Hanrad zugunsten ihm dann gegeben hätte. Wer weiß, was dann noch hätte passieren können. Aber es ist so, wie es ist. Trotz der Verteidigung konnten die Dortmunder das 2-0 erzielen. Das war natürlich dann ein Wirkungstreffer, wo das Spiel dann quasi damit fast entschieden gewesen ist. Dann gab es noch die Premiere im Alemannia-Dress von unserem Neuzugang Ayman Aurier. Der sollte dann für die letzten 10 Minuten dann auch zum Einsatz kommen, wo man sich auch gefragt hat, naja, musste man jetzt unbedingt ihn einwechseln? Hätte man da nicht vielleicht noch jemand anders von der Bank nehmen können? Aber gut, er sollte seine Gelegenheit bekommen, denn technisch versiert hätte er vielleicht gegen die Dortmunder noch was ausrichten können. Aber der Tag war dann schon gebraucht und auch seine Premiere sollte dann als gebrauchter Tag enden, denn auch er war dann nachher im Fokus gewesen, als dann das 3-0 gefallen ist. Das auch nur dadurch, da er quasi die Vorlage selbst gegeben hat, indem er ein Luftloch geschossen hat und dann Campbell, der Dortmunder Spieler, dann den Ball noch ins rechte Eck befördern konnte zum 3-0 Endstand. Das war natürlich dann endgültig der Deckel drauf und zumindest aus Aachener Sicht der Tag damit versaut. Und wenn dann alles schief läuft, dann läuft es dann auch richtig schief, denn auch Kevin Godin, der ja eingewechselt worden ist, hatte sich dann eine muskuläre Verletzung zugezogen und musste dann auch kurz Abpfiff das Spiel verlassen. Und da wir das Auswechselkontingent ausgeschöpft hatten, musste man das Spiel mit 8 Feldspielern zu Ende führen. Das war dann noch das i-Tüpfelchen auf dem ganzen Abend. Ich glaube, jeder von uns hat nach der ersten Halbzeit nicht damit gerechnet, dass wir am Ende das Spiel mit 3-0 verlieren würden, aber da kann man mal sehen, das ist die dritte Liga. Das ist Lehrgeld, den musste Alemannia wieder einmal bezahlen. Da kann man nur hoffen, dass sie sehr schnell dieses Lehrgeld dann auch sich zu eigen machen, das in Zukunft auch verhindern. Warum dieser Leistungsabfall gekommen ist in der zweiten Halbzeit, das ist eine gute Frage. Warum wurde die Fehlpassquote auf einmal immer höher? Vielleicht, weil die Dortmunder dann so sehr gepresst haben am Anfang, dass man sich davon beeindruckt gezeigt hat. Wer weiß das schon. Natürlich, und das haben ja einige gestern schon getan, die lamentieren darüber, dass der Schiedsrichter uns wieder benachteiligt hat. Andererseits muss man einfach eben sagen, hätten wir in der Abwehr besser gestanden und hätten wir auch vorne unsere Tormöglichkeiten in Tore umgemünzt, müsste man nicht über den Schiedsrichter reden. Das ist leider auch so eine Erkenntnis, an der wir uns auch gewöhnen müssen. Man kann nicht immer die Schuld beim Schiedsrichter suchen, wenn man verloren hat, sondern da muss man sich in erster Linie an die eigene Nase packen, denn wenn man die Chancen nutzt, dann kann der Schiedsrichter dann halt eben auch Fehlentscheidungen treffen. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die unter Fehlentscheidungen zu leiden haben. Das sind ja auch andere Mannschaften. Aber natürlich, wenn man nicht so gut dasteht, dann fallen solche Entscheidungen meist gegen ein. Das kennen wir auch aus anderen Ligen und das war letztes Jahr auch so gewesen, als wir aufgestiegen sind aus der Regionalliga West. Da hatten wir viele Schiedsrichterentscheidungen zu unseren Gunsten gehabt und das ist so. Stehst du oben, wird alles für dich gepfiffen. Stehst du halbwegs unten, dann wird das halt eben gegen dich gepfiffen. Aber auch das ist ein Lernprozess, den wir schnellstens uns wirklich adaptieren müssen. Klar, jetzt muss man noch versuchen, ein bisschen zu analysieren, woher sind die ganzen Fehler hergekommen, warum auf einmal, warum konnte man das Spiel aus der ersten Halbzeit nicht in die zweite mitschleppen, warum konnte man da nicht noch ein bisschen mehr Gas oben drauf geben und hat dann eigentlich das Spiel komplett Dortmund überlassen. Das muss Hanna Backhaus rausfinden, viel Zeit hat er nicht und irgendwie ist es ja auch gut so, dass nicht viel Zeit bleibt, denn durch die englische Woche geht es ja bereits am Mittwoch weiter, dann kommt der SV Waldhof Mannheim zum Tivoli und auch die waren ja zuvor sieglos gewesen bis an diesem Wochenende und dann haben sie ihren Trainer gewechselt und mit neuen Trainer, neue Besen kehren gut, haben sie dann den ersten Sieg geschafft mit einem 3-2 gegen VfL Osnabrück. Das heißt, die kommen top motiviert zum Tivoli. Wir werden dann unsere Wunden lecken müssen und werden dann zu Hause vor eigenem Publikum versuchen müssen, dass wir dann halt eben die 3 Punkte am Tivoli behalten. Durch die Niederlage sind wir auf Platz 13 abgerutscht, aber das ist halt in der dritten Liga so. Gewinnst du 2 Spiele, bist du halbwegs oben. Verlierst du 2 Spiele, bist du schon wieder halbwegs unten. Auch wenn es momentan halt eben gegen uns läuft, irgendwann werden unsere Stürmer vorne treffen. Dass sie treffen können, das haben sie ja letzte Saison ja auch bewiesen und auch bei anderen Vereinen bewiesen, dass sie das können. Wichtig ist natürlich, dass wir dieses Zusammen wieder haben, dass wir die Mannschaft unterstützen und dass wir jetzt nicht das große Schwert über sie zerbrechen, denn gestern auch die 3000 Öcher, die vor Ort waren im Stadion Rote Erde, die haben es genau gezeigt, wie es geht, denn die haben unsere Mannschaft unterstützt und das von der ersten bis zur letzten Minute und dann auch noch nach dem Spiel. Wichtig ist aber, dass wir die Mannschaft weiter unterstützen
Und das sollten wir auch, denn das große Ziel ist natürlich, dass wir in der dritten Liga drinbleiben. Natürlich, wenn wir am Ende knapp über den Strich stehen, ist das auch akzeptiert. Hauptsache, wir bleiben drin. Aber ich denke, die Mannschaft wird am Ende einen Mittelfeldplatz erreichen. Denn das Zeug hat sie auf jeden Fall dazu. Und zum Schluss bleibt natürlich nur zu sagen, nur der TSV. Das heißt, wir sehen uns dann am Mittwoch spätestens wieder im Tivoli-Stadion. Und dann werden wir versuchen, dass wir Waldhof Mannheim dann bei uns zu Hause schlagen und uns da die 3 Punkte einfach sichern. Waldhof Mannheim, da war doch was, genau, Waldhof Mannheim, aber dazu gibt es dann noch ein separates Video zu. Noch was in eigener Sache, weil gestern habe ich es auf Instagram gelesen. Wie kannst du dich so echauffieren, du wärst ja gar nicht in Dortmund gewesen. Ich bin Familienvater und meine kleine Tochter ist schulpflichtig und auch die geht immer Alemannia-Spiele mit besuchen. Und auch gestern wollte sie halt eben das Spiel mit mir zusammen gegen Dortmund schauen. Das heißt, da konnte ich sowieso nicht mit nach Dortmund fahren, weil wenn das Kind sagt, sie will mit mir Fußball gucken, dann gucke ich das mit ihr zusammen. Und dann haben wir das zusammen im Klönchens Club geguckt. Wenn wir aus Dortmund zurückgereist wären, dann wäre es wahrscheinlich 11, 11:30, 12, 12 geworden, je nachdem. Wer weiß das schon. Jedenfalls viel zu spät für ein schulpflichtiges Kind, das morgens dann um 6 Uhr aufstehen muss. Also bin ich dann nicht nach Dortmund gefahren. Und das wird doch in Zukunft wahrscheinlich auch vermehrt sein, dass ich auswärts nicht so viel fahren kann, wie das letzte Saison gewesen ist. Aber wie gesagt, die Familie ist immer noch Prio 1, Alemannia ist da Prio 2. Das scheinen manche nicht begreifen zu können, das scheint für manche nicht in deren Kopf zu passen, aber es ist halt eben so. Alemannia ist mein Hobby, ein großes Hobby, das ich durch Unterstützung meiner Familie ausleben kann, aber halt eben, manchmal hat die Familie auch die Prio 1 einfach. Und das war gestern so gewesen und wie gesagt, wenn das Töchterchen sagt, sie will mit mir Fußball gucken und das im Klönchensclub, dann macht der Papa das auch. In diesem Sinne, Adida Tozenz, ciao und bis spätestens Mittwoch. Euer Kartoffel-GV, Dirk.